Seid gegrüßt, meine lieben Freunde, und ich freue mich, dass ihr meinen Kanal der Sachsenbauer eingeschalten habt. Ja, und der Sachsenbauer spielt, wie immer natürlich, LS22. Und gestern, am 14. November diesen Jahres, hat ja nun Giants seine Farming Simulator 22 Premium Expansion veröffentlicht. Und das ist für mich jetzt Anlass, mir diese mit euch zusammen mal so in ganz groben Zügen anzuschauen. Ich weiß, ich habe in der Vergangenheit öfters mal gesagt, ja, interessiert mich eigentlich nicht so, aber ja, was soll ich sagen, nichts ist so konstant wie die Veränderung und schlussendlich hat bei mir die Neugier gesiegt und ich habe mich dann doch entschieden, mir diese Expansion zu kaufen und mal anzuschauen. Ja, wir sind hier auf unserem Starthof, irgendwo im östlichen Teil Europas. Ich würde ja denken, dass es doch sehr polnisch ist. Bin mir aber nicht sicher. Wer es genau weiß, vielleicht an gewissen Schriftzügen, kann das einer mir bestätigen. Ja, es ist Polen oder es ist es nicht. Gut, also, wir schauen uns als erstes mal die Karte im Überblick an. So, da ist sie. Es sind sehr, sehr viele kleinere Felder und das ist für mich eigentlich ein Indiz dafür, weil ich ja auch schon polnische Karten gespielt habe, dass es doch in diesem Land sich befindet. Der Ort des Geschehens, sage ich jetzt einfach mal. Na, aber viele kleine Felder, die aber die Möglichkeit bieten, dass man sie zusammenlegen kann oder man bewirtschaftet sie ganz langsam, so wie sie halt sind. Bloß da könnt ihr euch von großer Technik, denke ich mal, schon ziemlich verabschieden. Also hier oben gerade diese kleinen Dinger, da muss ich keinen großen Drescher haben. Ich habe jetzt mal als neuer Farmer gestartet und da gehören euch diese beiden Flächen hier, die 45 und die 46, das schließt den kleinen Hof mit ein. Und die anderen Sachen habe ich zusätzlich gekauft, um dann mir mit euch zusammen was anzusehen und was auszuprobieren. Aber als neuer Farmer gehört euch nur das hier. So, das ist ein Weizenfeld. Das ist erntereif und das ist noch ein anderes Feld, was gegrubbert ist. Mehr nicht. So, und dann haben wir hier unser ja, kleines, doch etwas sanierungsbedürftiges Wohnhaus, was aber doch sehr schön gemacht ist, finde ich. Mit Schlafträger, mit Kleiderschrank, wie wir es so kennen. Und auf der anderen Seite gibt es hier einen kleinen Verschlag, Schuppen, wie auch immer. Ups. Naja, der jetzt für Fahrzeuge eigentlich gar nicht nutzbar ist. Ihr könnt da maximal ein paar Ballen einstapeln, beziehungsweise Gemüsekisten. So, dann gehört noch dieser kleine schicke Hühnerstall hier dazu. Da gackert es auch im Hintergrund. Also Giants hat uns 20 Hühner und einen Hahn spendiert. Die natürlich noch nichts zu fressen haben. Kann man denn die Tür hier zumachen? Nee. Ja. Des Weiteren gibt es hier hinten noch ein Silo. Und das war's. Mehr ist hier nicht. Es gibt natürlich ein paar Startfahrzeuge. Der Drescher, den habe ich da unten gleich mal stehen lassen. Die beiden Traktoren habe ich schon platziert, um dann, wie gesagt, mir mit euch ein paar Sachen anzuschauen. Dann gibt es hier diesen Lizard-Transporter, der eigentlich unverkennbar ein VW ist. Aber schönes Ding und natürlich ein paar Startgeräte.
Zwei davon musste ich auch schon entführen. Es ist ein Gewicht, es ist eine Scheibenegge da, eine Sämaschine für die neuen Fruchtarten. Es gibt ja drei neue Fruchtarten in der Premium Expansion: Pastinaken, Karotten und rote Beete. Und dafür braucht ihr zum Beispiel diese Sämaschine. Ihr könnt diese drei Wurzelfrüchte nicht mit den herkömmlichen Sämaschinen, egal ob normale oder Einzelkorn-Sämaschinen, ausbringen. Ja, Striegel steht noch hier rum. Und wie gesagt, die Traktoren und die Anhänger habe ich schon platziert. Ja, also wenn er hier startet, ist eigentlich die ganze Geschichte schon auf die neuen Wurzelfrüchte ausgelegt, weil ihr habt auch einen Ernter, einen Klemmbandroder nennt er sich, der auch schon am Feld steht. Den habt ihr mit zum Start dabei. Ja, und alles andere müsst ihr euch selber kaufen, bauen. Platz gibt es eigentlich genug. Es gibt genug Felder, wo man sich einen Hof bauen kann. Und wenn er was braucht, halt gucken, dass man nicht unter die Räder kommt hier, genau. Wenn er was braucht, habt ihr es von da aus nicht weit zum Händler. Gerade ich hatte ja vorhin angesprochen, wo könnte sich das befinden. Es hat ja Giants nicht explizit gesagt, welches Land es ist, aber ich würde denken, dass es polnisch ist. Ja, und was ist alles, sorry, was ist alles neu in dieser Premium Expansion? Es sind 35 neue Fahrzeuge, neue Marken am Start. Das möchte ich ehrlich gesagt heute nicht weiter vertiefen. Es sind jede Menge neue Scheibenecken und Grupper und hast du nicht gesehen dabei. Kann sich jeder, den das interessiert, in Ruhe anschauen. Da möchte ich heute nicht drauf eingehen und ich wollte auch nicht hier den ganzen Händlerplatz mit den neuen Fahrzeugen vollstellen und jedes da einzeln betrachten. Sondern ich möchte mich schon ein bisschen auf diese Pastinaken, Karotten, rote Beete-Geschichte konzentrieren. Und natürlich möchte ich mich jetzt mal hier in diesen, ich sage einfach, VW-Transporter setzen und mal eine kleine Runde mit euch drehen, dass wir uns mal einen Teil der Karte anschauen. Alles können wir nicht zeigen. Und alles will ich auch nicht zeigen, ne? Was mir schon mal aufgefallen ist, was ich schade finde. Wir haben zwar hier ein wunderschönes altes Hoftor dran, was nicht zu schließen geht. Des Weiteren muss ich noch mal die Karte aufmachen. Wir befinden uns jetzt hier. Gibt es noch einen zweiten Hof auf der Map? Und ja, ich habe den auch schon mal gekauft, einfach um zu schauen. Und wir spawnen einfach mal dahin und gucken uns den mal an. Selbe Schlafträger, Kleiderschrank, ein etwas anderes Gebäude. Geht hier das Tor zu? Auch nicht. Dann hätten wir auch keins dran haben müssen. Ansonsten, ja, ist das Ding eigentlich analog aufgebaut wie der erste Hof. Silo. Dasselbe Hühnerstall. Na, ist haargenau dasselbe Ding. Und auch haargenau derselbe Bretterverschlag, möchte ich mal sagen. Also mehr ist da auch nicht. Aber es besteht die Möglichkeit, wenn zwei Mann zusammen auf der Karte spielen wollen, dass man sagt, okay, jeder nimmt sich so einen Hof. So, aber wir wollten jetzt mal eine Runde drehen. Und dazu muss ich mir aber jetzt auch mal hier ein bisschen die Minimap anmachen. So. Ach so, ich habe ja den Mod nicht drauf, dass der Blinker alleine ausgeht. Also machen wir ihn gar nicht erst an. Und fahren einfach mal hier raus. Und immer der Nase nach.
Ich habe mich grob mal mit der Karte schon befasst, habe mir mal die ganzen Gebäude so angeschaut, so die Produktion, Verkaufsstellen. Daher weiß ich hier links, dass das die Getreidemühle ist. Was sie schön gemacht haben, ist wirklich das osteuropäische Flair. Kommt für mich wirklich sehr gut rüber, muss ich sagen. Ob es wirklich dort so flach ist, ich denke schon. Also ich war in meinem Leben ein, zweimal in Polen, aber da war ich dann doch mehr im Riesengebirge und nicht so im flachen Teil unterwegs. So, und hier haben wir die. Ja, ich spreche es nicht aus, aber ich weiß, dass es die Kartoffelverarbeitung ist. Hier könnt ihr dann aus Kartoffeln verschiedene Dinge produzieren, wenn ihr natürlich die Produktion vorneweg gekauft habt. Mal gucken, wo wir hier den Verkaufstrigger finden oder den Schraubenschlüssel, wo wir die Produktion kaufen können. Hier ist auf jeden Fall die Gosse zum Abladen. Aha. Ja, und ich habe mir vorneweg ein bisschen Taschengeld mitgenommen. Ganz einfach, dass wir hier ein bisschen was kaufen können und uns anschauen. So, das ganze Ding kostet 120.000. Wir kaufen das mal kurzerhand und schauen mal ins Menü, was wir denn dann hier produzieren können. Kartoffelchips, Kartoffelchips und nochmal Kartoffelchips. So, und dazu braucht es Kartoffeln, Sonnenblumenöl. Also müsstet ihr natürlich auch noch diese Ölfabrik, die irgendwo ist, oder Ölmühle vielmehr, kaufen. Beziehungsweise das Öl. Ich weiß nicht, ob man es im Shop kaufen kann. Ja, das braucht ihr dazu und die Kartoffeln, wie gesagt, und könnt daraus Kartoffelchips produzieren. Des Weiteren habe ich schon eine andere Produktion mal gekauft. Die Suppenfabrik. Da könnt ihr dreierlei Suppe produzieren, braucht halt die Karotten, die Pastinaken, die rote Beete, Kartoffeln und ja, dann kommen diese Suppen hier raus. Könnt aber auch einzeln Pastinakensuppe, braucht es wahrscheinlich dann nur Pastinaken und ich denke Kartoffeln, nee, stehen nicht mit dem Rezept, sehe ich gerade. Na, also 300 Pastinaken ergeben 100 Suppe. Das Rezept ist überall gleich. Und bei der Dreierlei Suppe braucht ihr von jedem 100 und kommt dann auch wieder 100 raus. Gut, soweit so schön. Also, das wäre schon mal die erste Möglichkeit, was ihr denn aus euren neuen Fruchtarten oder Fruchtsorten, die jetzt hier auf der Map sind, produzieren könnt. So, jetzt müssen wir trotzdem mal gucken, ist das der richtige Weg? Ich glaube, hier wollte ich lang fahren. Genau. Was mich natürlich jetzt interessiert. Ihr könnt ja während der Fahrt mal ein bisschen die Augen gut aufhalten. Es soll ja Störche auf der Karte geben. Und ob wir da das Glück haben, einen zu sehen. Ich hoffe nicht, dass der uns wie die Rehe auf der Karte durch die Windschutzscheibe geflogen kommen, weil das gibt große Beule für Storch und auch vielleicht für mich. So, was haben wir hier? Das ist Schreinerei, würde ich doch sagen. Ne? Das Ausrufezeichen heißt doch, dass ich hier Holz verkaufen kann, oder? Bin ich der Meinung. Ja, müssen wir halt mal schauen,
Wir sind jetzt hier, genau. Nein, Biomasse-Heizkraftwerk. Okay. Also, die Molkerei kommt dann hier vorne. Gut. Wir fahren einfach mal weiter. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Felder, logisch, quadratisch praktisch gut, sagen wir mal 85% der Felder, ist natürlich dem Helfer geschuldet. Ne? Weil die Karte ist ja logischerweise auch für die Konsolenspieler und die haben ja nicht die Möglichkeit, jetzt mit Cosplay und Co. zu arbeiten, wo die Feldformen jetzt nicht wirklich eine Rolle spielen. Von daher sind halt wirklich ein Großteil der Felder eckig. So, ich habe was gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Genau, da oben rechts auf dem Telegrafenmast ist ein Storchennest. Das schauen wir uns aber gleich an. Ich will bloß mal fix hier zu der Molkerei rüberfahren, wie es da so aussieht. Es steigt jetzt auch ein bisschen Rauch aus dem Schornstein auf, sehe ich gerade hier vorne. So. Oh, Ford, Lego und Ford sind wohl hier Sponsoren. Ja, Molkerei. Hier könnt ihr eure Milch verkaufen. Das ist, glaube ich, auch keine Produktion, sondern nur eine reine Verkaufsstelle, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Kommen wir hier wieder raus. Doch, das, naja. Über Umwege, über einen Feldweg. So. Hier ist frei. Ja, und da oben ist das Storchennest. Da muss ich doch jetzt mal anhalten. Mal gucken. Ich will mir den mal von nahen anschauen, ne? So, und da machen wir doch mal halt den Flugmodus an. Steigen mal hier hoch. Und siehe da, ha, ein Storchenpaar. Und die klappern sogar mit ihrem Schnabel. Und die haben Kollision. Oh weh, ich sag ja. Hoffentlich kommen sie uns nicht durch die Frontscheibe geflogen. Und ich bin auch der Meinung, als ich vorhin kurz auf der Karte war, habe ich einen fliegen sehen. So. Jetzt machen wir die ganze Sache aber wieder aus hier. Und fahren einfach mal weiter und schauen uns mal so ein bisschen. Inzilonka heißt der Ort so. Hier gibt es kein Ortsschild mit Namen. Aber die Bauten würde ich schon so Richtung Osteuropa sehen. Tankstelle gibt es hier. Da gibt es auch eine Elektroladestation, habe ich gelesen. Ja, was ist das hier? Muss ich doch mal reingehen. Kann man da reingehen? Das steht doch. Nee, ist von Weitem aus, als wenn die Tür offen wäre. Ja gut, das hat ja Giants wirklich ganz gut hingekriegt hier mit diesen 3D-Effekten. Sieht wirklich schön aus. Wir kommen hier wirklich nicht rein. Können wir das kaufen, zufällig? Wo sind wir denn? Was heißen denn die gelben Punkte? Puh. Jetzt müsste ich doch mal schauen, was kann denn das sein? Ist das hier irgendwo aufgeführt? Nee. Weiß das schon einer von euch? Ich weiß es nicht. Was diese gelben Punkte bedeuten. Eine Verkaufsstelle ist es aber wahrscheinlich auch nicht. Oh, sorry, Kollege. Aber ich bin neu hier.
Ja, das würde mich mal interessieren, was diese gelben Punkte zu bedeuten haben. Das habe ich jetzt in der Eile noch nicht feststellen können. So, hier kommt dann noch ein bisschen Leben ins Spiel. Hier laufen Leute rum. Hier gibt es eine kleine Kirche. Also so von der Bebauung her, das gefällt mir alles sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ist für mich ziemlich authentisch. Könnte auch irgendwo in Tschechien sein, ne? Denn dort kenne ich mich relativ gut aus. Da war ich sehr viel in Kindheitstagen mit meinen Eltern im Urlaub. Feuerwehr. Also das haben sie wirklich schön hingekriegt hier, muss man echt sagen. Hier haben wir eine Verkaufsstelle. Oder eine Produktion? Keine Ahnung. Fabrika kann ich lesen und dann hört's auf. Klaviermanufaktur. Okay. Das wäre ja dann, denke ich mal, was für die Holzwürmer unter euch. Wo ist es nicht? Was kann man denn, was muss man denn hier anliefern? Muss die jetzt mal kaufen. Das interessiert mich jetzt brennend, was das ist. Ja, Menü wieder auf. Runter zu den Produktionen. Nö, ist es nicht. Es ist keine Produktion. Güter fehlen, Bretter. Also muss man anscheinend hier nur aus dem Sägewerk sich Bretter herstellen lassen. Jetzt weiß ich nicht, ob man dazu dieses andere DLC noch braucht. Denn das habe ich nicht. Es müsste ja dann auf der Map irgendwo ein Sägewerk geben. Es sind überall diese gelben Punkte aufgetaucht. Die habe ich da vorhin nicht gesehen. Das macht mich jetzt verrückt, was das ist. Eine Schreinerei gibt's. Eine Konservenfabrik, da würde ich gerne noch hinfahren wollen mit euch. Eine Bäckerei. Aber ein Sägewerk kann ich nicht entdecken. Genauso wenig wie eine Biogasanlage. Da gibt es auch keine. Dafür gibt es einen Zug hier. Den könnt ihr mieten, kennt ihr ja schon. Eure Güter da verladen und verkaufen. Da ist das Sägewerk. Okay. Gut. Also haben wir schon wieder ein, zwei Fragen beantwortet. So, gucken, dass wir hier niemanden direkt vor die Nase fahren. Ja, wie gesagt, mir fällt auf, hier steigt immer mal jetzt ein bisschen Rauch aus den Schornsteinen auf. Macht's auch ein klein wenig lebendiger. Na, und so reiht sich dann hier am Ort Produktion an Produktion. Und das ist eigentlich so, finde ich, der Ortskern. Und rundherum dann sehr, sehr viele Flächen, wo wir was anbauen können. Hier rechts gerade stand so ein alter Einachswagen. Da könnte man auch durchaus wahrscheinlich ein Pferd davor spannen. So, und das müsste doch jetzt eigentlich hier die Konservenfabrik sein, denke ich mal. Wir werden einfach mal schauen gehen. Jawohl, da oben sind schon Konservendosen abgebildet. Wir kaufen das jetzt auch mal. Ne? Und da können wir herstellen. Ich sehe da schon Karottendosen. Pastinaken und rote Beete-Dosen. Dazu braucht es natürlich Karotten, Pastinaken, rote Beete. Könnt ihr auch einzeln machen, ne? Und es kommen am Ende Dosen raus. 100 Karotten ergibt 60 Karotten.
Karotten in Dose. Gut. So. Also, ich würde sagen, den Rest dürft ihr sehr, sehr gerne, wenn euch diese Expansion interessiert, selbst erkunden. Ich würde mich jetzt gern mal mit euch zusammen, muss aber erst mal schauen, wo wir sind. Wir lassen die Kiste einfach hier stehen. Ich würde mich jetzt mal mit der neuen Erntetechnik für Karotten, Pastinaken und rote Beete befassen. So, und dazu springen wir mal in unser allerersten Trecker. Das ist einer, der nicht zum Stadtfuhrpark gehört. Das ist aus dem Kubota-Pack. Und da ich die auch noch nicht groß gezeigt habe, habe ich mir jetzt überlegt, nimmst du die. Und da haben wir jetzt wirklich die verschiedensten Arten von diesen Klemmbandrodern. Einreiher sieht man schon. Und das ist hier die Variante mit den Kisten. Die Kisten könnt ihr ohne starken Bauer nicht anheben, wiegen 100 Kilo, wird wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Kreuz gehen. Könnt ihr im Shop kaufen. Und zwar sind die unter Paletten, ganz hinten Gemüsepalette. 130 Euro so ein Ding. Aber die kann man ja wiederverwenden, denke ich mal. Hoffe ich. So, ich habe jetzt mal zwei hier hergestellt, um euch mal zu zeigen, wie man hier damit umgeht. Als erstes klappen wir mal die Maschine auf. Dann gehen hinten diese Gabeln raus. Vorne ein Stück zurück. So, dann müssen wir die Gabel absenken. Die ganze Maschine absenken. Und dann können wir hier die Palette aufnehmen, beziehungsweise sie wird automatisch aufgenommen. So. Jetzt weiß ich gar nicht. Moment. Brauchen wir doch einen F1-Helfer. Wir haben jetzt Heben, Senken. Wenn ich jetzt aber mit gesenkt fahre, ist das doch... Rutscht doch die Palette runter, oder? Bleibt die auf der Gabel? Nee, bleibt drauf. Wir können jetzt bloß anschalten und die Box entladen. Okay, also, wir fangen jetzt einfach mal an. Schmeißen mal die Maschine an und gucken mal, wie viel da reingeht. Und vor allen Dingen interessiert mich mal diese... Man nimmt dann doch zwei rein, sehe ich gerade. Diese Animation, die wirklich nicht schlecht gemacht ist. Na, das nimmt er doch dann. Vor allem, wenn ich nicht ganz gerade fahre. Nur eine Reihe. Mich interessiert jetzt vor allen Dingen, wie weit kommt man denn mit so einer Kiste? Ja, und hier wird im Prinzip die Karotte mit samt dem Grünzeugs obendran rausgezogen aus der Erde und dann in die Kiste verladen. Das Grün wird abgeschnitten, hinten abgeschieden. So, und wir haben im Prinzip eine Bahn mit, naja, mal mehr oder weniger ein wie zwei rein genommen und die Kiste ist voll, ne? So, jetzt habt ihr folgende Möglichkeiten, das Ding zu senken und die Palette zu entladen. Da habe ich wohl aber noch eine, ja, ich habe da noch eine Doppelfunktion drauf, da ist bei mir der Kamerazoom mit. Und könnt ihr hier abstellen und dann mit entsprechender Technik verladen, auf Anhänger, ins Silo bringen und. Also für Leute, die gern mit sowas arbeiten oder mit Ballen, so wie ich, also mich interessiert das sehr, muss ich sagen. Es ist aufwendig, muss ich dazu sagen, aber irgendwo cool und was Neues.
Jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, wenn ihr nicht genug Boxen ans Feld gebracht habt, ihr seht jetzt das zweite von unten, neue Boxen kaufen. So, und die kann ich hier online kaufen. 130 Euro, ja, rums, ist eine neue Box da. Wie gesagt, ich denke, man muss sie nicht wegschmeißen. Die kann man hoffentlich wiederverwenden, weil ansonsten wäre es ein verdammt teurer Spaß. So, also, das war Maschine Nummer 1. Wir flitzen mal zurück. Was sich natürlich anbietet, ich habe jetzt ja auch die Jahreszeiten mal mit an, bei diesen Feldern, ne? Die Maschinen werden auch größer, das war jetzt eine angehängte, es kommen noch gezogene Maschinen, wo ihr mehr Platz zum Drehen braucht, macht sich natürlich dann hier immer gut, so sag mal hier, quer rüber, vorn und hinten am Ende der Bahn einen Blühstreifen anzulegen, könnt ihr auch Getreide machen, da die ganzen Wurzelfrüchte, wir gehen mal kurz ins Menü, in den Erntekalender und schauen mal ganz unten, die könnt ihr bis in November rein ernten, also bietet sich das an, wenn wir wieder hochgehen. Ein Streifen Weizen, Gerste, irgend sowas vorne und hinten, da habt ihr auch noch was davon und habt aber dann mehr Platz zum Drehen. So. Das sind jetzt zwei Fahrzeuge aus dem Stadtfuhrpark, dieser Klaas Karat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es den schon im vorhergehenden LS oder im vor der Expansion schon gab, bin ich mir nicht sicher. Was es auf jeden Fall nicht gab, war der Zetor Kristall. Ich finde die Zetor Traktoren sehr, sehr schön, muss ich sagen. Sind auch kraftvoll, der hat 150 PS hier. Und ja, dann haben wir hier wieder einen Kubota davor gehangen. Das ist die Maschine, die euch zum Start, glaube ich, gehört. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quark. Und das ist aber eine ohne diese Holzpaletten oder Holzboxen, sondern die hat halt ein Überladeband. Und da wird es dann schon wieder interessant. Entweder Multiplayer, einer fährt das Ding, andere fährt daneben, weil das Ding hat keinen Bunker. Oder ihr lasst halt den Helfer fahren, müsst aber damit leben, dass er dann rumdreht und im Prinzip in der Frucht fährt, was jetzt nicht so schön aussieht. Beziehungsweise man zieht Pflegebereifung auf. Jetzt weiß ich nicht, ob das von der Spurweite her passt oder Spurbreite, ne? Aber da gibt es wunderschöne Mods, wo wir das einstellen können. Beziehungsweise Cosplay wäre noch eine Variante für die, die auf dem PC spielen. Weil da kannst du den immer außen rum fahren lassen oder lässt den eine Anzahl von Beeten immer bearbeiten. Da ist immer gewährleistet, dass dieses Förderband von der Frucht wegzeigt. So, wir schmeißen erstmal den hier an. Schick schön. Texturen muss man nichts weiter sagen dazu. Ne? Knacke scharf, Giants, das haben sie gut gemacht. Und hier werde ich jetzt wahrscheinlich mal den Helfer starten. Jetzt weiß ich nicht, wie das hier so funktioniert. Das wollen wir aber jetzt zusammen rausfinden. Die Maschine aufklappen geht nicht. Also fahren wir im Prinzip bloß erstmal das Band aus. Hoffentlich. Jawohl, wir kommen vorbei. Das könnt ihr hier heben, senken. Dann könnt ihr das hier nochmal einknicken, sodass die Wurzelfrüchte jetzt nicht so hart auf den Anhänger aufprallen. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt lassen wir hier 8 km/h. Stopp, machen wir mal hier noch einen Tempomaten rein. Motor sollte man anlassen dazu, jawohl. Naja. Das ist jetzt alles wirklich Live-Test. Ich habe es noch nicht probiert. Ich hoffe, dass meine Pläne aufgehen. Wir starten jetzt hier mal den Helfer. Und gucken mal, was der macht. Der macht schon mal ganz schön Quatsch. Oder hängt es noch an mir, weil ich das Band so doof eingestellt habe? Ich glaube, das Problem saß im Traktor.
Und zwar im Kubota. So. Nächster Versuch. Helfer fährt jetzt natürlich nicht los, denke ich mal, weil ja, der Abfahrer fehlt. km/h liegen wir richtig. Jawohl. Fahren wir ein Stück vor, fahren wir ein Stück rüber, dass wir dem nicht so auf der Pelle hängen. Und jetzt ernten wir hier Pastinaken. Ja, also das funktioniert recht gut. Und wenn jetzt der Helfer fährt, können wir uns das auch mal hier schön aus der Nähe angucken. Also ich finde die Animation wirklich schick gemacht. Aber eben mit so einem Einreiher, eher da so ein Feld runter habt, das geht halt ein Stück, ne? Das wäre auf jeden Fall eine Sache für einen Multiplayer, wo ich sage, da hat man viel Spaß. Und da halt allein entweder diese Variante mit Helfer beziehungsweise mit den Boxen da. So. Jetzt macht er das Ding leer und jetzt stehe ich ihm garantiert im Weg. Nein, er macht ordentlich leer. Warte mal, Kollege, wir fahren mal ein Stück zurück. Oh, was haben wir hier beim Nachbarn kaputt gefahren? Ja, und das ist eben das, wo ich dann sage, weil für Anhänger gibt es keine Pflegebereifung. Finde ich jetzt nicht so schön. Gut, aber das sollte ja wirklich nur erstmal ein Test sein. Wir machen jetzt mal hier die Maschine aus. Ach, wir haben Helfer noch an. Ja gut, dann geht's schlecht. Gut. Wir arbeiten uns langsam nach vorn. Schauen mal, was es dann noch so gibt. Wir wollen natürlich auch ein bisschen rote Beete ernten. Und hier haben wir das zweite Fahrzeug aus dem Startfuhrpark. Das ist der, ja doch, denke ich, allseits bekannte Fiat Agri 16090 mit 160. Der hat, glaube ich, als Mod hat er ein paar mehr PS. Da klingt doch auch ein bisschen schöner, muss ich dazu sagen, ehrlich gesagt. Ja. Puh, hier habe ich vergessen, einen Trecker hinzustellen. Ich glaube es ja nicht. Moment. Moment. Wir sind jetzt hier. Wir nehmen einen von denen. Kann ich das einfach jetzt so abhängen? Naja, wir klappen es lieber ein, bevor es auf die Seite kippt. Brauchen wir einen Trecker. Zack. Sind doch so meine ersten Meter, muss ich sagen, mit diesen Kubota-Traktoren. Weiß nicht, wer von euch hat das Kubota-Pack? Wer spielt mit den Fahrzeugen? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit befasst. Ich habe es nur gekauft, weil es für mich interessant war oder für uns wegen der Beifahrergeschichte. Jetzt weniger wegen den Fahrzeugen. So. Hier haben wir jetzt eine andere Variante. Ich denke, ich mache mal ein Stück vor vorn, bevor hier irgendwie wieder was passiert und ich irgendwas kaputt mache. Klappen das mal aus. Das ist ein Einreiher mit einem Bunker dran. Ja, so. Das heißt, hier könnt ihr erstmal ein Stück fahren. Schmeißen das Ding mal an. Und hier werden die Karotten in dem Fall in dem Bunker hier zwischengelagert. Ja, man muss sich da erstmal auch ein bisschen reinfitzen, einarbeiten hier.
dass er wirklich auch die Reihe wegnimmt, die er soll. Also man kann da durchaus ja, ein Stück neben der Reihe fahren, wenn man nur eine aufnehmen will. So. Dauert auch ein ganzes Stück. Ihr seht das unten rechts, eh das Zeug im Bunker gelandet ist. Ja. Dann klappt mal das Ding hoch. Kennen wir ja schon vom Keiler für die Kartoffeln und vom Grimmelroder. Jetzt müssen wir mal schnell den Trecker mit dem Anhänger holen. Also wie gesagt, ich wollte mich wirklich mit der Karte nur grob beschäftigen, weil das kann jeder für sich allein machen. Aber mich hat echt hier diese ganze Geschichte neue Fruchtsorten interessiert und die neue Erntetechnik dazu. Deswegen widme ich doch in dem Video hier einen Großteil der Zeit davon. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr das okay findet oder ob ihr sagt, naja, hättest du vielleicht auch noch anders machen können. Wie gesagt, ich bin da auch für konstruktive Kritik immer offen. Ja, funktioniert, wie es funktionieren soll, ne? So. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen. Ja, der Große kommt zum Schluss, ne? Das Beste kommt immer zum Schluss. Aber für den müsst ihr auch, denke ich, erstmal viele, viele Möhrchen verkaufen. Den fahren wir mal auf die Seite. Klappen das Ding wieder ein. Ah, okay. Danke für den Hinweis. So, dann könnt ihr das wieder einklappen für die Straßenfahrt. Und da ist der ja doch recht kompakt. Auf jeden Fall kleiner finde ich wie der Grimme. Und auch wieder Keiler. So. Ja, bevor wir zum Dicken kommen, haben wir hier hinten noch einen gezogenen Roder. Und das ist auch wieder ein Einreiher und mit dieser Kistenvariante, aber eine andere. Ihr seht, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe hier vier Kisten hingestellt und wir starten mal den Schlepper. Das ist, glaube ich, auch der größte hier von den Kubotas, fällt mir gerade so auf. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal das Gerät aufklappen, die Achse schiebt raus und ein Band, sage ich jetzt mal. So, jetzt, jo, sagte, wie kriegt man denn jetzt hier die Kisten drauf? Geht ja gar nicht. Doch, geht doch, indem ich Y drücke auf meinem Controller und dann fährt dieses Ding zur Seite rüber. Und fahrt er hier schön knapp an die Boxen ran. Warte mal, wir gehen mal noch ein bisschen ran. Und dann geht das schon, wie von Geisterhand, geht das schon los hier. Und das ist dann die Boxenvariante Deluxe. So, und dann können wir die Plattform wieder heben. Und jetzt wird er wieder zur anderen Seite ausgeschwenkt. Ich versuche das hier alles ein bisschen einzufangen im Bild. Ich hoffe, dass es mir so halbwegs gelingt. So. Und dann analog zu den anderen Gerätschaften. Einschalten, absenken. Und die rote Bete aus der Erde ziehen. Ich finde, am besten sieht man es von vorne. Ne? Da kann man schön steuern, schön lenken. So, aber das ist jetzt nicht ganz so spannend, ob ich nun eine Reihe oder zwei aufnehme. Für mich ist jetzt mal spannend, was ist, wenn die Kiste voll ist. Wird die dann nach hinten geschoben? Wird die dann abgesetzt? Also das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Die erste Kiste müsste ja fast voll sein. Naja, ihr seht das, jetzt wird es hier schon eng. Da ist nämlich ein Graben und so weiter und so fort.
Die Maschinen lenken zwar mit, das ist schon mal sehr gut, aber Platz braucht er halt trotzdem, ne? So, jetzt fahren wir auf der anderen Seite nochmal hoch. Ich würde gerne mal sehen, was passiert, wenn die erste Kiste voll ist, ob die bloß nach hinten rutscht. Weil eine reicht ja dann nicht, es kommen ja noch drei. So. Oh, jetzt hängen wir hier am Baum fest. Ja, super, haben wir das hingekriegt. Macht immer noch die erste Kiste voll. Ja, vor lauter Rum und Numgeschaue fahre ich ja sonst wo lang, aber ich will wissen, was passiert, wenn die Kiste voll ist. Er macht die zweite von vorn voll. Okay. Müssen wir noch eine Reihe fahren, nützt ja nichts. Ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 1-2 Stunden. Nee, ist Quatsch. Aber das will ich jetzt schon mal rausfinden. So. Oder der macht sie alle vier voll und diese Befülleinheit schiebt sich hin und her. Okay. Ich denke, ich habe es verstanden jetzt. So, und jetzt probieren wir doch mal. Jetzt wollen wir die Boxen entladen. Dann gehen wir mal ein Stück weg. Da wird die Plattform abgesenkt und in einem Rutsch verschwinden die Dinger. Plattform wieder heben. Zack. Ja, da ist eine Doppelfunktion mit der Kamera drauf. Und dann klappt man das Ding zu. Das ist schon alles schick schön gemacht. Auch mit den Geräuschen. Gefällt mir. So. Okay. Also, ich denke, das Prinzip haben wir alle verstanden. Und was ich natürlich jetzt noch probieren will, es gibt ja noch ein neues Fahrzeug, nämlich diesen kleinen Trecker hier hinten. Ist ja eigentlich so ein, ja, für einen Weinbau, für einen Obstbau, aber ich denke auch fürs Gemüse. So ein kleiner Schmalspur-Trecker. Vinea heißt der Gute. Und dafür gibt es, das gehört euch auch, wenn ihr als neuer Farmer startet, diese Heckgabel, sag ich jetzt mal, dieses. Ja, es ist eigentlich wie eine Palettengabel, ne? Für hinten dran. Jetzt bin ich natürlich mal ganz, ganz sehr gespannt, ob der das hinkriegen würde. Das ist übrigens ein Knicker. Oder ob der jetzt Menschen macht. Weil an dem Ding kannst du nichts konfigurieren. Den musst du, ja, gekauft wie gesehen, sagt man ja so schön. Das Gewicht des Motors und mein Gewicht hier ausreichen oder ob der jetzt Knicker halt, ne? So, alt rückwärts fahren müssen wir. Kann man noch absenken? Ich denke, es wird nicht gehen. Oder ich muss quer reinfahren. Ja, genau. Ich hab's befürchtet. Das war jetzt so mein Wunsch, mein Gedanke, dass das vielleicht funktionieren könnte. Dass man mit dem kleinen Gerät dann die Kisten auf dem Hof transportieren kann, beziehungsweise ja, irgendwie so. So. Probieren wir es nochmal quer, aber ich denke, das wird eine brotlose Kunst sein. Rums.
Oh, Entschuldigung. Nee, also das wird nichts hier. Der hat den Test nicht bestanden. Schade eigentlich. Das wäre jetzt schön gewesen. Gut, aber ich habe vorhin gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Und das ist natürlich das dickste Gerät, was es hier gibt. Ein Klemmbandruder Selbstfahrer. Auch von DeWulf, denke ich. Und da haben wir natürlich vier Reihen. Das ist eine ganz schön amtliche Kiste hier. Ein Dreirad. Aber ich denke, dadurch ist er doch recht wendig. Wo steigt man denn hier ein? Auf welcher Seite? Hier drüben. Okay. Schmeißen wir den mal an hier. Und klappen den auf. Ja, das wird wie beim Kartoffelroder. Sehr. Nö, doch nicht so ein großes Prozedere. Aber was ich gerade sehe hier, den Motorraum, also das ist ja wirklich mal schick schön gemacht. Also das sieht gut aus. So. Wie weit kann der das Rad drehen? Naja, doch ganz schön. Also irgendwie versagt jetzt so langsam meine Stimme. Benötigt einen Anhänger zum Überladen. Ach, der hat gar keinen Bunker. Upsi. Ja, das ist ja doof, hätte ich beinahe gesagt. Nö. Okay. Aber wir wollen den ja auch trotzdem noch in Action sehen. Also fahren wir jetzt mal hier in mein doch von mir ziemlich verunstaltetes Feld rein. Wir haben ja keine Fruchtzerstörung an. Ne? Wir wollen ja bloß mal ein bisschen schauen hier. Starten hier schon mal den Helfer, der jetzt nicht losfährt, logischerweise, wie beim Häcksler. Warte mal, was haben wir hier jetzt? Haben wir Karotten. Was haben wir denn hier geladen? Na, das passt doch. So, wie schnell der jetzt fährt, der Helfer, weiß ich nicht. Bei den gezogenen und angehangenen Maschinen sind es, glaube ich, 8 km/h. Oder 10, eine davon. Und hier... Wir stellen einfach mal auf 10. Gucken wir, was passiert. Ja, ich bin ja da. Nee, 8 macht er bloß. Okay. Also, das ist nichts wie beim Kartoffelernter. Selber fahren, Bunker voll machen und dann abbunkern. Hier braucht er auch entweder den Helfer, entweder den von Giants oder den von Cosplay, oder ihr spielt am besten, was sowieso am schönsten ist, den LS im Multiplayer und macht mindestens zu zweit hier los. So, jetzt wollen wir aber hier mal noch ein bisschen gucken. Ja, er nimmt natürlich auch 1, 2, 3, 4. Also ganz 100% haut es nicht hin. Aber es funktioniert. So. Was ist denn jetzt? Mein Anhänger ist voll. Drum bleibt der Kollege stehen. Völlig richtig. Ja, da hatte ich nur jetzt echt gedacht, dass man da allein erstmal fahren kann. Na gut, wieder was dazugelernt. Deswegen ist eigentlich auch bloß Aufklappen und Zuklappen der Maschine. Oh, was ist denn das? Hier fliegen ja die ganzen Möhren noch aufs Feld. Also da muss nochmal der Mechaniker vom Händler ran und muss nochmal ein bisschen nacharbeiten. Ja, ihr seht hier, also die Helfer rein. Er ist eigentlich zwischen den Reihen.
Aber das nur am Rande. Ja, dazu gibt es dann natürlich noch, wie gesagt, ich will nicht weiter drauf eingehen, aber unter Gemüsetechnik, und das hat Giants, finde ich, gut gemacht, dass sie das alles hier in eine Kategorie so ziemlich reingepackt haben, gibt es dann noch diese Dammfräsen, wo ihr dann diesen Damm anlegen könnt, wo dann die Wurzelfrüchte drin gedeihen. Die gibt es als Vierreiher und als Achtreiher. Brauchen aber 270 PS schon mal, ne? Also da braucht er schon mal einen kräftigen Schlepper. Dann diese Drillmaschinen. Die kleine hier besitze ich als neuer Farmer, vier Reihen. Dann gibt es auch noch eine größere Variante, da sind es dann 8 Reihen logischerweise. Und ja, dann kommen die ganzen Roder schon hier, die auch stattliche Preise einstweilen haben. Ne? Also, ja. Gut. Aber ich würde sagen, ich habe ganz schön lang erzählt, gemacht und getan. Mir ging es wirklich in erster Linie um diese ganze Geschichte. Die Karte selbst, Fazit, gefällt mir gut, muss ich echt sagen. Die Höfe, naja, da müsst ihr selber was machen. Kommt mir nicht entgegen, da ich kein Hofbauer bin. Ne? Weiß ja der ein oder andere vielleicht. Aber ansonsten, schöne Map, schöne Technik. Hier gibt es viele Möglichkeiten, entweder wirklich im Singleplayer, dann müsst ihr euch mit den Kisten rumquälen, oder im Multiplayer, dann könnt ihr hier mit einem zweiten Abfahrer nebenher fahren und Spaß haben. Gut, aber ich mache jetzt hier Schluss mit meinem Gesabbel. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Freude an meiner Vorstellung der Giants, wie heißt es? Jetzt ist es weg. Platinum Expansion. Ne, Premium Expansion, sorry. Ja, sollte wie gesagt nur ein kleiner Abriss sein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und jo, schaltet wieder ein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Was sagt ihr zu der Map? Wer spielt sie? Wer spielt sie noch nicht? Immer alles unten rein. Ich freue mich und wird auch alles beantwortet. Auch wenn es nicht gleich am selben Tag passiert. Gut, also Freunde, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.